Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen, es freut uns, dass die SPD sich um die Opfer strafrechtlicher Verfolgung Homosexueller sorgt. Der Paragraph 175 war eine Schande, und als Konservative sind wir der Auffassung, dass das Schlafzimmer Privatsache ist. Wir sind dieser Auffassung übrigens auch in heutiger Zeit, wo linksgrüne Ideologen versuchen, unsere Kinder schon in der Schule mit ihren verqueren Vorstellungen umzuerziehen. Sexualität unter Erwachsenen ist Privatsache und der Staat hat sich herauszuhalten, egal wer gerade regiert. Aber nicht nur deshalb umweht diesen Antrag ein Hauch von Pharisäertum. Meine Damen und Herren von der SPD, Sie sprechen davon, dass der Staat nun endlich dieses schreiende Unrecht beende. Da muss die Frage nach Ihrer eigenen Vergangenheit schon gestattet sein. Vielleicht sollten Sie sich da mal an die Aufarbeitung machen. So war es beispielsweise Ihr Bundeskanzler Schmidt, der noch in den 70er Jahren eine Abschaffung des Paragraphen 175 verhinderte. 1989 stimmte die SPD aus der, da brauchen Sie nicht widersprechen, fragen Sie Ihren Fraktionschef, der war wahrscheinlich dabei. 1989 stimmte die SPD aus der Opposition heraus im Bundestag gegen die Abschaffung. Noch 1997 kommentierte der SPD-Verteidigungsminister Scharping die Strafversetzung eines homosexuellen Offiziers mit folgenden Worten: Homosexualität begründet erhebliche Zweifel an der Eignung und schließt eine Verwendung in solchen Funktionen aus, die an Führung, Erziehung und Ausbildung von Soldaten gebunden ist. Und noch 2009 versagte die SPD im Bundestag genau dem Gesetz die Zustimmung, auf das sie sich hier bezieht. Mit Verlaub, aber Ihre Bilanz als Vorkämpferin für die Rechte homosexueller Deutscher ist alles andere als lupenrein. Vielleicht wäre etwas Demut angebracht. Stattdessen stellen Sie hier vom hohen Ross herab Symbolanträge, aber nichtsdestotrotz werden wir diesem späten Akt der Gerechtigkeit zustimmen. Und wenn das erledigt ist, dann können Sie sich ja jetzt um das Leben der Homosexuellen kümmern, die nicht größtenteils schon tot sind und gerne auch noch ein bisschen weiterleben möchten. Die, meine Damen und Herren, setzen Sie mit Ihrer völlig fehlgeleiteten Migrations- und Integrationspolitik nämlich Gefahren aus, die eine Verurteilung nach 175 geradezu harmlos erscheinen lassen. Ihre Symbolpolitik hilft dem schwulen Paar nämlich nicht, das abends von einer Horde Flüchtlinge zu Brei geschlagen wird, weil es sich nicht der Idealvorstellung ihres Mullers anpassen möchte. Und Ihre Symbolpolitik hilft auch nicht dem homosexuellen Schüler, der von seinen zugereisten Mitschülern gemobbt wird. Sie holen Millionen von Menschen ins Land, die Schwule am liebsten vom Baukran hängen sehen wollen oder vom Dach werfen wollen. Wenn solche Heuchler die besten Freunde der Homosexuellen im Land sind, meine Damen und Herren, dann haben sie keine. Ersparen Sie uns bitte zukünftig solche selbstgerechten Austritte und kümmern Sie sich um die Gegenwart, anstatt Ihre eigene Vergangenheit schön zu färben.